Just have a little patience. Still hanging from a love I lost. I'm feeling your frustration. But any minute all the pain will stop. Just hold me close inside. Erklären, wie man eine Kuh verlieren kann? Was ist jetzt, Martin? Kommst du jetzt mit oder nicht? Moment, ich komm da schon. Mensch. Ist das alles neu oder was? Ja, oder? Ich musste schnell mit dem Roman telefonieren, aber meine Praxis übernimmt dich. Ist nicht viel los mit einem Patienten. Sorgen? Was? In der Praxis? Nein. So, dann schau mal, wo das Rindfleisch steckt, oder? Komm. Man muss ich dir das jetzt nochmal erklären, Lilly. Kann das sein, dass heute jemand keinen Bock auf die Schule hat? Weil heute eine Schulaufgabe in Mathe geschrieben wird, gell? Ah. Auf geht's, Fräulein, los. Ihr seid blöd. Selber. Und ihr zwei passt auf euch auf, ja? Ja, Mama. Hans. Danke. Das sind die Momente, denen ich New York am wenigsten vermisse. Ja, du kannst gern öfters mit mir hier hochkommen. Mama, der Roman übernimmt gern die Praxis. Der freut sich jedes Mal, wenn Schneekönig, wenn ich ihn darum bitte. Hans, ich wollte dir noch was sagen. Die Christina, die hat mir gestern ihre Kündigung auf den Tisch gelegt. Irgendwas mit ihrer Mutter. Sie ist zurück nach Hamburg. Was? Es tut mir leid. Ja, aber ich war doch mit dir zum Essen verabredet. Nächste Woche. Ich soll dich lieb grüßen. Was? Lieb grüßen? Hat sie sonst noch irgendwas gesagt? Die Braut wurde vor der Hochzeit nicht entführt. Ich bin alleine unterwegs. Ich wollte noch mal hoch zu der Bank, wo du meine Hand angehalten hast. Tja, natürlich bin ich sentimental. Was glaubst denn du? Ich heirate schließlich. Angelina! Hans, was ist eigentlich, wenn wir die Kuh nicht finden? Ich habe hier oben seit Jahren kein Tier mehr verloren. Okay. Na, wer sagt's denn? Angelina! Tja, Frau Wegner. Frau Maja Wegner.
Du bleibst hier stehen, bis wir wieder da sind, gell? Können Sie uns hören? Ja! Sind Sie verletzt? Nein! Aber bitte beeilen Sie sich! Günther, wir brauchen euch dringend beim ehemaligen Versorgungsweg zum Standner Bauern. Da, wo der Hang letzten Monat abgerutscht ist. Ja? Gut. Bleiben Sie ganz ruhig! Hilfe ist unterwegs! Der Hang ist seit Wochen in Bewegung. Wir müssen da runter. Wir wenigstens sichern, bis die anderen da sind. Okay. Hast du mich? Martin! Ab jetzt auf Zug! Aber langsam, bitte! Wenn ich bei Ihnen bin, machen Sie keine hektischen Bewegungen, bitte. Haben Sie das verstanden? Ja. Ja! Was gibt's? Um Gottes Willen. Sie ist ja total tot. Soll nicht besser einer von uns gehen, Martin? Erstmal danke. Ich hoffe es zwar nicht, aber ich glaube, dass du unten einen Arzt gebraucht hast. Okay. Schädel-Hirn-Trauma. Er ist bewusstlos. Ich mach sie jetzt einmal fertig, damit er sie hochziehen kann. Gut. Kommen Sie. Drehen Sie sich einfach mal um. Auf! Tür nach hinten, Freunde. Bitte gleich. Okay. Komm.
Alexander, mein Bruder und ich, wir hatten einen. Der Patient ist männlich, 36 Jahre alt, grob neurologisch unauffällig, somnolent. Sein Blutdruck 120 zu 80. Er ist an sich stabil. Martin. Bleib immer still. Hans. Martin. Was ist passiert? Wir sind. Alexander, tu doch irgendwas. Komm, ab ins CD. Komm mit. Keine Schwellungen, keine Brüche. Scheint genauso ein Dickschädel zu sein wie du. Das wäre witzig. Ich mach nochmal zwei Bilder zurück. Da siehst du es. Die hellen Flecken. Eine subdurale Blutung. Sieht ganz so aus. Papa. Sag mal, was habt ihr euch eigentlich dabei denkt, Herrschaftszeiten? Der Günther hat mir alles erzählt. Wie kann man denn nur so leichtsinnig sein? Ich meine, jetzt ist der Papa schon in den Bärblingen. Und jetzt möchtest du der Lilly auch noch antun, oder was? So was macht sie mir nie wieder. Hörst du nie mehr wieder! Ups. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie mag ich deine Mutter. Du musst aufwachen, Papa. Wir brauchen dich doch. Martin, ja. Du wirst mir irgendwie helfen müssen. Ich schaffe das nicht allein, das ist mit dem Hof. Ja, ich werde mit dem Roman reden. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wie geht's denn der Frau? Das ist gut, die hat eine Schürf und die wird es gleich wieder entlassen. Das ist alles meine Schuld. Ich habe mir gestern Abend gewünscht, dass irgendwas passiert, dass ich Mathe nicht mitschreiben muss. Und jetzt? Oh, ich habe Mathe auch immer gehasst. Das ist doch nicht deine Schuld, Lilly. Wie geht's dir, Hans? Wie nach ein paar Bier zu viel. Du schaust doch aus. Der Plan ist folgender. 3 Tage Bettruhe, absolut. Kann ich nicht wenigstens zu Hause im Bett liegen bleiben? Ich meine, Martin, bitte, ich kann Krankenhäuser nicht ausstehen. Und außerdem lebe ich ja mit einem ziemlich fähigen Arzt unter einem Dach. Sagt man jedenfalls. So. Sagt man das? Sie hatten ein Riesenglück. Die Röntgenbilder sind total in Ordnung, Frau. Otto. Das heißt, ich kann gehen? Ja, das könnt ihr. Danke. Alles gut. Ich muss mich auch verabschieden. Geh zum Gott. Ja, viel Spaß. Ja. Entschuldigung. Maja. Sebastian. Mensch, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Bist du wirklich in Ordnung? Ja. Ich hatte 2 Schutzengel. Hallo. Martin Gruber. Guten Tag. Mein Bruder und ich, wir. Ja, wir haben. Sie haben mir das Leben gerettet. Vielen Dank. Also, Maya und ich, wir heiraten nämlich am Samstag. Ach. Naja, da habt ihr beiden ja wohl mehr Glück gehabt, hast du verstanden? Wenn du mir Vorwürfe machen willst, Roman, dann kommst du leider zu spät. Die machen wir schon selber.
Kannst du mir einen Gefallen tun und heute übernehmen? Ich muss im Hof um Haus helfen. Aber natürlich, Martin. Du weißt, dass Jörg bei Susanne wohnt, ne? Er wohnt dort. Aber das wird dann Susannes Gefühlen dir gegenüber nichts verändern. Weißt du das oder hoffst du das? Das weiß ich. Ältere Leute haben Instinkte. So, ich denke, nach dem Schrecken haben sie sich das alle mehr als verdient. Bitte schön. Vielen Dank. Dankeschön. Und jetzt genießen Sie endlich Ihre Vorfreude. Ihr Lieben, als eure Trauzeugen möchten Saskia und ich mit euch anstoßen. Anstoßen darauf, dass euch euer Glück auch während der Ehe weiterhin so treu gewogen bleibt wie heute Morgen. Gott sei Dank, bist wieder da. Das kommt mir vor, als wäre ich ja Ewigkeit weg gewesen. Ja, dafür hätte der Martin und du auch beinahe gesorgt. Ach, Mama, Unkraut vergeht nicht, oder? Du, pass auf. Jungs, bringt nach oben. Erster Stock, zweite Tür rechts. So, aber können wir da draußen liegen? Wie bitte? Mein Wohlig ist doch egal, oder? Hm. Na ja, ist dir noch schlecht? Na. Okay, ausnahmsweise. Mama Lilly, holst du mal einen Sonnenschirm und einen Liegestuhl, ja? Also ab. Mama, egal was du sagst, du soll liegen bleiben. Er braucht Ruhe, okay? Ja. Viel Ruhe. Der erste Gang klemmt ein bisschen. Ja! Ich kenn mich aus, Mama! Da muss natürlich Gas geben. Aber du kennst dich ja aus, gell, Bruder? Ja. Ich wusste, dass du die Mathe weit geschwänzt hast. Ich hab nicht geschwänzt. Ich bin abgehauen. Von zu Hause. Komm mal mit. Deine Eltern haben sich getrennt. Mein Vater ist schon ausgezogen. Sie wollen sich scheiden lassen. Weißt du noch, der Tag vor unserer Hochzeit? Ich war so nervös, dass ich keinen Bissen runtergekriegt habe. Mir ging's nicht anders. Es war ein tolles Fest, oder? Ja, Jörg, das war's. Das ist lange her. Susanne. Och, bitte, Jörg, lass mich. Haust du gefälligst dir ab, du Biest? Susanne, das ist eine Katze. Du, die hat schon öfter Gäste angesprochen. Das ist keine Katze, das ist ein Biest. Wir brauchen einen Arzt, schnell! Das Telefon. Ich fahre sie hin. Ich bringe sie zur Praxis. Susanne? Ja, hallo Martin, ich bin's. Ich dachte, ich höre überhaupt nichts mehr von dir. Was gibt's? Oh, wir haben hier ein kleines Problem mit der Frau Otto. Ich bringe sie zu dir in Praxis, okay? Steht dir gut, dein neues Auto? Ja.
Martin? Ja. Wir sollten besser zurück, die Gäste. Starke Unterleibskrämpfe. Eine Schwangerschaft kann es nicht sein, sagt sie. Ansonsten kennst du sie ja bereits. Ja, danke. So schnell sieht man sich wieder. Schau mal. Soll ich mal tasten? Dann nimm so Platz. Was fehlt dir denn? Frau Otto, ich würde Sie gerne unter vier Augen sprechen, wenn das möglich ist. Ich verstehe nicht. Meine Verlobte und ich, wir haben keine Geheimnisse voreinander. Schön. Trotzdem, ich... Er kann ruhig bleiben. Gut. Es ist Ihre Entscheidung, Sie sind meine Patientin. Dann nehmen Sie Platz. Na, die hat bereits Angelina geheißen, bevor ich einen Stein auf den Kopf gekriegt habe. Maxl, bitte, wir haben mit der Hektik total vergessen, sie zurück zur Herde zu bringen. Ja, danke. Hast einen gut bei mir. Handy. Es war ein Notfall. Handy. Mama, mir geht's das wieder Handy, gut. Handy, aber sofort. Kindsköpfe, jetzt ja alle zwei. Sie haben es selber gespürt. Sie haben im Bereich der Leisten geschwollene Lymphknoten. Und das heißt? Das heißt, dass sich in Ihrem Beckenbereich eine Infektion ausbreitet. Und das kann ganz verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel? Ich werde Ihnen nachher noch ein bisschen Blut abnehmen, das schicken wir ins Labor, um verschiedene Möglichkeiten auszuschließen. Ja, und welche? Ja, es, wie gesagt, es gibt verschiedene Ursachen dafür. Zum Beispiel eine Harnwegsinfektion. Ich möchte Ihnen wirklich keine Angst machen, aber es kann auch ein Geschwür in der Gebärmutter sein. Was sehr selten vorkommt, aber auch schon der Fall war, ist, dass solche Bauchkrämpfe mit einer Infektion zusammenhängen, die durch Geschlechtsverkehr übertragen wird. Aber, wie gesagt... Da habe ich eine Idee, wo Sie zuerst suchen sollten. Du triffst dich doch immer noch mit dem, oder? Sebastian, bitte. Das zwischen Peter und mir, das ist doch längst vorbei. Vorbei? Da scheint Dr. Gruber andere Ansichten zu haben, hm? Herr Wegner, es geht jetzt primär darum, einen Verdacht auszuräumen und nicht einen Verdacht zu bestätigen, ja? Gut, dann fangen Sie damit an, den Verdacht auszuräumen. Wir sehen uns im Gasthof. Auf Wiedersehen. Tut mir leid. Komm, ich werde Frau Dreiseitel nach dem Einzelzimmer für mich fragen. Sebastian! Sie sind bei meinem Kollegen in allerbesten Händen, Frau. Danke, Roman. Na? Er vertraut mir einfach nicht mehr. Ich würde mal sagen, das macht nicht gerade den Anschein, ja. Und Sie? Glauben Sie mir? Kenne ich die ganze Wahrheit? Es war vor 4 Monaten. Ich hatte eine kurze Affäre mit einem Kollegen. Pure Dummheit. Ich habe Sebastian dann aber gleich gebeichtet. Und er hat mir verziehen. Dachte ich bis eben jedenfalls. Aber danach habe ich mit keinem anderen Mann mehr geschlafen. Das müssen Sie mir glauben. Morgen früh haben wir die Laborergebnisse und dann werden wir schon rausfinden, was Ihnen fehlt. Ja? Roman! Ich brauche 20 Milligramm Antispasmon. Ja?
Und dein Wagen. Mein Wagen? Ja, ich bin mit dem Traktor da. Gib ihm mal kurz das gegen die Krempe, dann bring ich sie runter zum Gasthof. Ja? Na? Geht's wieder? Mhm. Falls Ihnen schlechter gehen sollte, dann rufen Sie mich bitte sofort an, ja? Ja. Ich würde Sie gerne morgen um 10 in der Praxis sehen. Ist das möglich? Mhm. Bringen Sie einfach Ihren Mann mit. Danke, Dr. Gruber. Alles Gute. Maya. Er hat sich ein eigenes Zimmer genommen. Er war völlig außer sich. Wenn wir die Hochzeit tatsächlich absagen sollen, dann müssen wir es bald wissen. Zum Quatsch. Die Hochzeit wird stattfinden. Warum glaubst du mir nicht? Die Frage kannst du doch am besten beantworten, oder? Ich habe Peter seitdem nicht mehr getroffen. Aha. Wir wollen doch heiraten. Du musst mir endlich wieder vertrauen. Bitte. Ich habe das versucht. Die ganze Zeit. Weil ich dich liebe. Aber die Vorstellung, dass Peter und du... Es tut mir leid. Das geht nicht. Die Laborergebnisse werden es morgen beweisen. Gut. Dann sehen wir morgen früh weiter. Bis dann. Nicht mal eine Klimaanlage. Hast du unseren Traktor gegen Romans alte Kiste getauscht? Nee, hab ich nicht, Ip. Steht vor der Praxis und den hol ich morgen früh hoch. Darf mir fragen, was du hier machst? Ah, versteht, du ignorierst einfach meinen ärztlichen Rat. Sag mal, weißt du eigentlich, wie viele Patienten sich nach einer Gehirnerschüttung einfach übernehmen und damit auf die Intensivstation landen? Mir geht's gut, Martin, wirklich. Ich glaube, das sollte ein Arzt beurteilen. Mein Arzt? Ist das derselbe Arzt, der gesagt hat, er wird sich schon kümmern um den Hof, wenn ich ausfall? Und der noch gar nichts heute geschafft hat? Wie es ausschaut, kann ich es mir doch gar nicht leisten, liegen zu bleiben. Hans! Jetzt warte mal ein bisschen locker. Das war ein Notfall, okay? Ich meine, du sagst mir einfach, was ich zu tun habe, und dann mache ich das. Okay? Also. Die Mama mistet gerade einen Stall aus. Normalerweise helfe ich ihr immer dabei. Ja, gut, mach ich. Und, wo ist die Lilly? Keine Ahnung, hab sie den ganzen Tag kaum gesehen. Fische bist du hier oben, aber nicht fangen. Ich weiß. Mein Vater hat mir das Angeln beigebracht. Er meinte, ich habe Talent. Du vermisst deinen Vater, oder? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie. Oh doch. Sogar besser, als du denkst. Oh, deine Mutter. Entschuldige, ich habe nicht dran gedacht. Ist schon okay. Bis morgen. Ich wieder gestritten. Ich ärgere mich nur über den Hans, dass er nie das tut, was ich ihm sag. Ehrlich. Ach Martin, jetzt hör's auf, bitteschön. Servus, Lisbeth. Grüß dich, Susanne. Hi. Hi. Tja, dann
Geh wohl besser. Da. Schön, dass du da bist. Danke. Ja, ne? Los. Was gibt's denn? Es tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Seit einer Woche. Ja, Susanne, seit einer Woche höre ich nichts von dir. Nicht mal eine SMS. Und du denkst, ich mache mir mit Jörg eine schöne Zeit, oder was? Ja, dann sag mir doch, was ich denken soll. Wie man hört, schmeißt er doch gemeinsam den wilden Kaiser, seit er wieder hier ist. Martin. Es tut mir leid, aber ich muss wieder los. Klar. Dann sagt doch dem Jörg einfach einen lieben Gruß von mir. Ich habe ein volles Haus, ich muss zu meinen Gästen. Gut, dann beeil dich. Ich habe auch noch zu tun hier. Es tut mir leid. Hast du schon Ersatz für deine Praxis gefunden? Ja, ich habe Roman gefragt. Er übernimmt es erstmal. Na, dann ist ja eher unwahrscheinlich, dass ich mich wieder in deine Sprechstundenhilfe verlieb. Ja. Was ist das? Ach, Hans, heute Morgen. Ja? Es tut mir leid, ich hätte dich da nicht runterlassen sollen. Sorry. Martin. Ich leite seit Jahren Einsätze für die Bergrettung. Ich hätte ohne die nötige Ausrüstung weder mein noch dein Leben riskieren dürfen. Also wenn, dann haben wir beide einen Fehler gemacht. Okay? So, jetzt wird aber geschlafen, ne? Ja, wenn mein Arzt das sagt... Du solltest dringend mal dein Auto reparieren lassen. Du solltest dringend mal dieses Fax lesen vom Krankenhaus in Hall. Die Laborergebnisse von Frau Otto. Tja, ich würde sagen, vor dir liegt dein arbeitsfreier Tag. Zum Arzt begleitest. Warum sollte ich das tun? Mensch, Sebastian. Sei doch nicht so stur. Weil du mein Verlobter bist. Und weil ich dich darum bitte.
In guten sowie in schlechten Zeiten. Das wollten wir uns eigentlich heute Abend schwören. Bitte. Okay. Sie hatten keine Schmerzen mehr diese Nacht? Nein. Ich habe aber auch zwei von den Tabletten genommen, die Sie mir mitgegeben haben. Gut, wir haben die Laborergebnisse. Da habe ich jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, wir konnten keinen Pilzbefall im Vaginalbereich feststellen. Ja, und die schlechte? Die schlechte Nachricht ist, wir haben sehr stark überhöhte Entzündungswerte in dem Blut feststellen müssen. Was heißt das? Das heißt, dass Sie sich erst kürzlich mit etwas infiziert haben müssen, da der Körper sehr, sehr heftig dagegen reagiert. Aufgrund der Laborergebnisse und der Symptome vermute ich eine Keiminfektion durch Geschlechtsverkehr. Oh. Es ist manchmal schwer zu sagen, woher es kommt. Deswegen würde ich gerne mit Ihnen auch noch ein paar Tests machen, Herr Wegner. Was? Sicherheitshalb, es ist nur ein Test. Was, Sie verdächtigen mich, dass ich fremdgegangen sei? Nein. Das ist ja lächerlich! Herr Dr. Gruber, halten Sie sich da lieber mal an meine Verlobte. Die ist die Expertin auf dem Gebiet. Herr Wegner, Ihre Vorhaltungen bringen uns jetzt überhaupt nicht weiter. Sebastian, ich habe keinen Bock mehr auf diese Lügen. Ich stehe nicht mehr zur Verfügung. Martin! Schnell! Ja? Sie ist plötzlich umgefallen. Ich hatte keine Kraft mehr in meinem linken Bein. Spüren Sie das? Eine Büroklammer rum, bitte. Und das hier? Nichts. Fühlt sich an wie... wie eingeschlafen. Roman im Krankenwagen. Schaut schon so misstrauisch. Professor Dehn ist seit fast 30 Jahren Gynäkologin. Ich schließe mich seiner Meinung an. Diese Frau leidet an einer durch sexuellen Kontakt übertragenen Keiminfektion. Das ist Fakt. Und ich schlage eine sofortige Antibiotikatherapie vor. Großartige Idee. Ja. Großartig. Ohne dass wir einen Keimnachweis haben. Super. Aber das muss es doch eindeutig. Die Infektion, die Symptome sprechen dafür. Erst recht, seitdem die Nervenbahnen in ihrem Bein angegriffen sind. Sie hat Fieber. 39,6. Okay. Bring Frau Otte zum Kernspind. Wir haben schon genug Zeit verloren. Und du hast es dir wirklich gut überlegt. Mehr als gut, Tom. Das kannst du mir glauben. Es wird keine Hochzeit mehr geben. Es ist das Beste so. Tja, das war's dann wohl. Die Arbeit muss erledigt werden. Mir geht's gut, ehrlich. Du sagst vielleicht besser nichts der Oma, gell? Was ist denn? Hast du was auf dem Herzen? Nein, also manchmal muss man doch was riskieren, wenn man anderen helfen will.
So wie du und der Martin, als ihr gestern die Frau gerettet habt. Es war der pure Leichtsinn, was wir gestern gemacht haben, der Martin und ich. Und das werden wir nie wieder machen. Nie wieder, hörst du? Ja, ich meine ja auch nicht, dass man gleich sein Leben riskieren muss, um jemandem zu helfen. Aber dass man vielleicht Dinge tut, die man sonst nicht macht. Sag mal, Lilly, magst du mir nicht einfach sagen, was wirklich los ist? Es geht nicht. Und warum nicht? Weil du dich nicht aufregen sollst, deswegen. Aha. Und jetzt ab auf deine Liege, bevor die Oma dich hier erwischt. Schlimm ist, dass ich ihn liebe. Ich habe ihn sogar geliebt, während ich ihn betrogen habe. Ich liebe ihn auch immer noch. Obwohl er sich benimmt wie ein... Bin kleines Arschloch. Tja, das ist dann wohl die Liebe. Die Temperatur ist immer noch gleichbleibend hoch. Wie geht's denn Ihrem Bein? Merkt nichts. Aber das andere Bein, das juckt wie verrückt. Das sind die ganz normalen Heilungsprozesse von Schürfwunden. Die Schwester wird einfach den Verband wechseln, ja? Schwester, wechseln Sie doch den Verband im Oberschenkel, ja? Selbstverständlich. Danke. Martin, ich habe die Ergebnisse des Kernspins. Ich höre. Ja, nichts. Keine Entzündungsherde, keine Tumore im Rückenmark, keine Thrombosen, keine sichtbaren Schäden der Beinnerven, kurzum nichts. Du hast dich gehört, Martin. Sie hat dich angelogen. Aber ich werde jetzt mit der Antibiotikatherapie anfangen, egal was sie uns erzählt. Dr. Gruber. Ja. Die Wunde hat sich entzündet. Reinigen und lokale Antibiose. 10 Milligramm Cefepofarin. Alexander, das ist keine normale Schürfwunde, das sag ich dir. Lieber Martin, ich möchte einmal den Tag erleben, an dem du irgendetwas für normal hältst. Was ist denn los? Hatten Sie in letzter Zeit Kontakt mit Tieren? Nein. Wieso? Ja, weil es eher so aussieht, als ob sie... als ob es Kratzer von einem Tier wären, einfach. Kratzer. Auto. Können Sie mich hören? Der Blutdruck ist im Keller. Atemstillstand, Intubation. Schwester. Sifuropan, los! Okay. Diese Kratzer stammen von einem Tier, Alexander. Schwester, wissen Sie nicht, wo das Handy von Frau Otto ist? Meier? Nein, hier ist Dr. Gruber. Herr Wegner, hören Sie. Dr. Gruber, wenn Sie mich überreden wollen, die Hochzeit nicht abzusagen, rufen Sie zu spät an. Ich habe mich entschieden. Herr Wegner, Ihre Hochzeit ist jetzt erstmal sekundär. Wir haben am Bein der Frau Kratzer entdeckt. Und das wäre sehr hilfreich, wenn Sie mir sagen könnten, wie die zustande gekommen sind. Haben Sie irgendeine Idee? Kratzspuren. Ja. Vor 2 Wochen waren wir hier im Wilden Kaiser, um mit Frau Dreiseitel alles für die Hochzeit zu besprechen. Und ich erinnere mich, dass Maya da immer mit einer Katze gespielt hat. Schwester, ich brauche dringend einen Anästhesisten. Alexander, wir bereiten uns auf eine Lumbalpunktion vor. Ich vermute nämlich eine Aspergillus-Infektion. Eine was? Eine Aspergillus-Infektion. Eine Katze hat sie infiziert. Der Virus gelangt über den Oberschenkel direkt in die Blutbahn. Deswegen auch die Lähmung im Bein und kein gynäkologischer Befund. Da muss man erstmal drauf kommen. Wegener. Dr. Gruber. Was soll das denn? Ich hau ab hier. Wie Sie hauen ab? Sie können nicht abhauen. Ja? Ich komme aus dem Krankenhaus von Ihrer Freundin. Ihre Verlobte hat die Wahrheit gesagt. Es war einfach nur Pech, sonst gar nichts. Die Untersuchung der Nervenflüssigkeit aus dem Rückenmarksknall hat ergeben, dass die Infektion durch die Katze übertragen wurde. Es ist alles in Ordnung. Die Information kommt leider zu spät.
soll das heißen? Es wird keine Hochzeit mehr geben. Wie? Abgesagt. Herr Wegner. Ich werde Ihnen mal was sagen. Ihre Verlobte hat kein einziges Mal an Ihnen gezweifelt, dass Sie vielleicht derjenige sein könnten, der hier nicht die Wahrheit sagt. Ihre Verlobte liebt Sie. Sehr sogar. Und der Einzige, der daran schuld ist, dass Sie beide nicht glücklich werden, sind Sie, Herr Wegner. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. Ich hab's versaut, oder? Könnte man so sagen. Wir können gar nicht heiraten. Warum? Die Trauzeugen sind weg, der Standesbeamte ist abgesagt. Es ist vorbei. Fahren Sie los, bringen Sie Ihre Verlobte hierher. Und um alles andere kümmere ich mich. Okay. Hallo, Jörg. Martin, Susanne da? In der Küche. Susanne! Hey, wir brauchen dringend zwei Trauzeugen und Standesbeamten. Das Ganze ist schnell. Meinst du nicht, du solltest mir erstmal einen Antrag machen, Martin? Sehr schickes Kleid hast du. Danke. Und fühlen Sie sich fit genug? Ja, ich glaube schon. Danke, Dr. Kahnweiler. Danken Sie nicht mir, sondern Dr. Martin Gruber. Auf Wiedersehen. Sebastian. Maya. Verzeih mir bitte. Ich war ein Idiot. Ich liebe dich. Bevor sich ein Paar zueinander bekennt, ist es oftmals ein langer, ein steiniger Weg. Ein Weg voller Ängste und Zweifel, voller Irrungen und Wirrungen. Aber nun, da alle Hindernisse überwunden sind, frage ich Sie, Maria Katharina Otto, ob Sie diesen Mann ehelichen wollen und in guten wie in schlechten Zeiten zu ihm stehen werden. Ja, ich will. Und ich frage Sie, Sebastian Vinzenz Wegner, ob Sie diese Frau ehelichen wollen und in guten wie in schlechten Zeiten zu ihr stehen werden. Ja, ich will. Gut, dann erkläre ich Sie hiermit, Kraft meines Amtes als ehemaliger zweiter Bürgermeister von Elmau, rechtmäßig zu Mann und Frau. Wenn ich mich richtig erinnere, dürfen Sie die Braut jetzt küssen. In die Hölle, Dr. Gruber. Wenn schon. War gut? Ja, war gut. Frag dich auch nicht, was du hier draußen machst, oder? Du wolltest mit der Lilly sprechen, die war so komisch heute Nachmittag. Also in ihrem Zimmer ist sie nicht? Ja. Wer brennt denn jetzt seine Wiese ab? Keine Ahnung. Was ist das? Das ist keine Wiese. Das ist unsere Scheune. Scheiße.
vacation. Have a little patience.